Wie geht sowas? Meinst du, dass jemand im Auto ist? Da kommt ein Auto. Okay. Oh mein Gott. Da kommt. Gute Freunde, wir sind heute im Auto und rufen um 3 Uhr nachts im Wald creepy Nummern an, Leute. Ich wusste von dem Ganzen nichts, wir haben sie. Du kriegst 50 Euro, wenn wir jetzt in den Wald gehen und creepy Nummern anrufen. Mit oder ohne Egg? Mit. Du weißt, die will nicht mehr. Deswegen ist deine Aufgabe, etwas zu erfinden. Okay. Sonst kriegst du das nicht. Dabei? Ja klar, ich hab doch Geld eingesteckt. Hey, Egg? Ja? Inga und ich wollen Dings von Megis. Kommst du mit? Wo? Bei Megis? Ja. Komm, Egg. Ja, okay. Megis. Eis. Eis. Mach dich ready, Egg. Also ich habe starke Kopfschmerzen, wir gehen jetzt zu Megis und ich gebe ihm da ein Eis. Ja. Das guckt so creepy. Keine Ahnung, die fährt irgendwie völlig komische Wege. Ja, die fährt auch so rum. Also wir sind hier am Parkplatz vom Wald, weil sonst innen drin haben wir keine Verbindung. Alter. Wir sind jetzt im creepy Wald, es regnet und wir sind alleine. Das letzte Kannst Auto. Du mich abgesperrt haben, gell? Digga, dass wir erst allein sind, gell? Ja. Sie dachte, wir fahren zu McDonald's, aber jetzt sind wir irgendwie alleine auf dem Parkplatz im Wald gelandet. Wie man sieht, sie ist nicht so begeistert davon. Wir müssen extra auf diesem Parkplatz bleiben, aufgrund dessen, dass wir halt hier Empfang haben, ne? Aber Leute, das letzte Auto ist gerade weggefahren vor unseren Augen. Wollen wir den Leuten nicht zeigen, wie das aussieht? Draußen? Ja. Und sie sehen eh nichts. Ich will die Tür nicht öffnen. Das Schlimme ist, Leute, wir sind ja auf Ehrens hier komplett alleine. Weit und weit kein Auto, weit und weit kein Mensch. Es regnet, also es ist die perfekte Stimmung, um jetzt Horrornummer anzurufen. Das letzte Mal, dass wir nochmal angerufen haben, ist schon ziemlich lange her, Leute. Aber jetzt werden wir es durchziehen. Boah, ich hasse dich so. Oh mein Gott. Wir starten direkt. Ach, nö, wir starten nicht direkt. Ich mache es mal nur anonym, Leute. Also, nicht nur meine Laune ist so, Leute, sondern auch, dass wir im Wald sitzen, irgendwelche Nummern anrufen. Soll ich deine Laune noch schlimmer machen? Ich hoffe, was? Megis hat zu ab 3 Uhr. Ich habe mir das auch anders vorgestellt, Leute. Ich dachte, ich schlafe, aber jetzt bin ich im Wald. Wir haben ziemlich lange keine Nummern angerufen, Leute. Und ich sag euch ehrlich, irgendwie, man hat sich das so ein bisschen verlernt. Mal gucken, was es ist, mal gucken, wie es ist. Und ich glaube, sobald wir die erste Nummer haben und jemand rangeht, Leute, haben wir so Angst. Ich weiß nicht, ob ich vor dir Angst habe oder vor den Nummern mehr. Warum vor mir? Weil du krank bist. Man weiß nie, ihre Idee. Man weiß nie, was du als nächstes tust. Das ist ja so Ingas Idee. Wir rufen jetzt direkt die erste Nummer an. Ich hab's echt lange nicht gemacht. Bist du bereit? Ich bin für hier gar nichts bereit. Gibt's eine Story? Das klingt wie Werbung oder so. You have dialed into here and then along the echo. For a menu of our resources, press 1. If you have an extension to dial, press 9. For more information about our organization, press 3. If you don't... Das ist irgendeine Organisation. Warte, was für eine Organisation? Keine Ahnung. Die war unter creepy Nummern. Inga? Stell dir vor, das ist so eine geheime Organisation. Ringen klar. Hey, gib die mal im Internet ein, was kommt denn da? Also ich weiß nicht, was für eine Nummer Inga... Oh Gott, ich habe mich so erschrocken. Wusste. War aber zu exponiert, wie sie bewegt. Also ich weiß nicht, was für eine Nummer Inga mir gegeben hat, von welcher Organisation das war, Leute. Fuck, das ist ja aufgelegt. In der nächsten Nummer geht es um eine japanische Tradition. Und zwar, Leute, ist diese Nummer, die ich jetzt anrufe, verflucht. Die Person, die Nummer anruft, wird innerhalb von ein paar Wochen... Warum rufst du da an? Wir können einfach Megis gehen. Ready? No. Set, go. Oh mein Gott. Der gewünschte Gesprächspartner ist zu... Okay.
Okay. Junge, dann finde ich es recht. Ja, die Person ist nicht erreichbar, Leute, aber es bedeutet einfach, dass diese Nummer existiert. Boah, so langsam sind wir ganz schön schlecht, gell? Ich wollte kurz sagen, von Türkei nach Deutschland ist es nicht so ein langer Weg, ne? Da kommt ein Auto. Okay. Oh mein Gott. Da kommt. Mach's Licht aus. Es kommt so. Oh, hat sein Licht da ausgemacht. Der ist wieder weggefahren. Wenn wir ausmachen, dann denken die, hier ist niemand. Ja. Da kommen die. Erst recht. Ja. Ja, warum ist es dann noch runtergefahren? Weil er biegen wollte, Lina, wahrscheinlich drehen wollte. Ja, warum? Genau, im Wald. Ihr fährst erstmal in den Weinbergen könnt ihr nicht wenden. Ja, okay, warum gehen wir in die Weinbergen? So eine Ich hab gelogen, im Weinbergen kann man wenden. Was ist das? Nee, der ist wieder weg. Hey, Leute, versteht ihr nicht? Sobald ich das Licht ausmache, kommen die und chillen dann hier. Und du weißt nicht, wer hier chillt. Ja, ich weiß gar nicht, warum die immer sagt, oh, Licht aus. Ja, Mann. Aus Angst, Digga, dass die nicht erkennen, wer ich bin, Junge. Die nächste Nummer hat keine Story, aber die kommt mir ganz creepy vor. Sorry, there's no more room to record voice messages. Weiß ich nicht, was war. Weiter geht's, Leute, nächste Nummer. Flüstert jemand? Hast du Angst? Hallo? Hallo? Oh mein Gott, das ist so. Also. Oh mein Gott. Where are you? Where are you? Warum bist du das? Wie geht sowas? Meinst du, dass hier jemand im Auto ist? Boah! Guck nicht nach hinten, ey, das Schlimmste, was man machen kann. Boah, ey, Alter, mein Rücken wurde auf einmal ganz kalt. Aber stimmt, wie geht sowas? Aber beim ersten Mal, wo wir angerufen haben, Leute, ich habe einen Mann gehört, der irgendwas geflüstert hat, der irgendwas gesagt hat. Irgendwie sowas. Wie kann es nicht, dass... Nee. Man kann sich nur sagen, wenn man im selben Raum ist. Das ist wie bei Livestreams, weißt du? Also ganz kurz, ich bin's nicht. Das ist nicht meine Nummer. Okay, bei der nächsten Nummer gibt's wieder eine Story, Leute. Ruf mit Ex-Nummer an. Ja, klar. Ich check nicht, wie sowas geht. Stell dir vor, der chillt im Kofferraum. Ich will nicht mehr, ich hab Angst. Wir werden nur welches gefahren. Die kann schon 50 Jahre von Hause. Nein, okay. Also in der nächsten Nummer schreit eine Mutter um Hilfe. Das. Gott, warum sind wir hier? Leute, ihr müsst wissen, ich habe eigentlich die. Ich bin so eigentlich. Aber sobald es mir die gruseligen Sachen geht, Leute, bin ich so. Die von Ihnen Geräte. Oh, Gott sei Dank! Leute, da bin ich bereit, gell? Also, in der nächsten Nummer, die wir jetzt anrufen, soll jemand kommen und uns holen. Was? Die Nummer ist verflucht. Was? Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Oh mein Gott, ja, ich höre auch irgendwelche. Und da ist kein Autolicht. Eben, da. Ich meine, das ist voll ernst, gell, was? Okay. Aber hört ihr nicht die Geräusche? Doch, ich höre die ganze Zeit Motorgeräusche. Und wir fragen mich, warum ist jemand im Wald? Macht kein Licht an. Ach so, und ihr wisst, gell, wenn wir wieder wegfahren möchten, das dauert und du siehst nichts. Wenn du einfach so losfährst, kann es sein, dass du den Berg runterbretterst. Wow, wie positiv du bist. Die von Ihnen gewählte. Welche, was war das? Die verfluchte Nummer aus Japan. Oh Gott. Was? Was? Was denn? Was? Diese Nummer ist verflucht, es ist eine Red Room Nummer. Die Nummer ist dafür bekannt, dass dein Anruf verfolgen, dich finden und dich. Die werden das Film, die werden das Livestream. Die Nummer. Die will ich nicht. Warte, du weißt nicht, wie schnell die ist. We could not complete your call. Try again. Gott, wie so schlecht geworden. Was aber, wenn es so eine Masche ist, wenn die da extra nicht reingehen, damit die Zeit haben. Wir sind im Wald. Ich meine. Es ist nachts. Was machst du mit mir? Es war deine Idee. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Erst war ich sauer, weil ich kein Eis gekriegt habe. Dann war ich sauer. Ich glaube, es ist ja halt gleich. Ja, ich hab so Angst.
Ich schwöre, ich bereue das so. Das ist keine 50 Euro wert. Ich könnte jetzt in meinem Bett liegen und fahren. Du musst Auto fahren. Du musst uns jetzt zurückbringen. Oh Gott, ich muss fahren. Leute, ich muss alles machen. Ich muss immer vorbereiten, alles. Ich muss immer alles kochen, backen, aufbauen, anrufen. Jetzt muss ich noch heil nach Hause bringen. Aufpassen, dass wir nicht... Wären wir einfach Megas gegangen? Oh, Sel, da ist noch eine Nummer, die einen abholt. Ach so, wie cool. Warte, gib mal. Ich du bist lebensmüde. Du musst uns... Digga, bis die Scheiben wieder nicht beschlagen sind, weißt du, das dauert 5 Minuten mindestens. Ich geh nie wieder irgendwo mit dir hin. Okay, ich hab dir mit plus eins. Oh mein Gott, die war krank. Warte mal, ist dieses Simon Says Engel Spiel? Ja. Der Titel bleibt stehen. Aber sie sagt, and now, stay. Aber sie hat nicht Simon Says gesagt, bedeutet, du darfst weiterrennen. Und dann muss ich stehen, bin ich 170 Gramm. Oh mein Gott, Junge. Stell dir vor, so. Hör auf. Ich habe echt Paranoia, Alter. Die Story ist... Mein Tracking ist sogar an, Leute. Jetzt weiß ich, warum wir das sehr lange nicht gemacht haben, Leute. Genau aus dem Grund. Ich bin immer diejenige, die Angst hat, Leute. Ich. Gottes Willen, Digga. Mann. Gott. Da fährt ein Auto hoch. Ich schwöre. Da ist wieder kein Licht. Ich schwöre, da fährt ein Auto. Die ganze Zeit hier. Ich höre die ganze Zeit ein Auto, was ohne Licht fährt, Leute, die ganze Zeit. Okay, also die nächste Nummer. Da schreit jemand. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you... Das heißt... Die Nummer gehört wieder jemandem und die Person ist gerade beschäftigt. Gänsehaut. Ich schwöre, mein Rücken ist die ganze Zeit kalt, 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 kalt. Einer der seltsamsten Nummer, bei der sie anrufen können. Bei diesem Anruf informiert eine Frau darüber, dass sie verfolgt wird. Und daraufhin passieren finsterne Sachen. You have reached Boot Road Industries. Your number has been logged and traced. A service from designer will be with you shortly for remodeling. We at Boothwood Industries say thanks. You have a marvelous day. Wir alle kennen Boothwood Industries. Also mit dieser Boothwood Industries Nummer, da weiß ich ganz genau, dass da quasi gesagt wird, wenn man dort anruft, da wird dein Name, deine Nummer gespeichert, die kommen und holen dich ab. Und ich weiß auch damals, dass die Engel eine Facebook-Seite hatten und da waren so Bilder von einem Keller, das sah aus wie ein Kerker. Ja. Yeah. Geh mal rein. Nein, ich weiß nicht mehr, unter was ich damals gefunden habe. Ich weiß nicht, ob die es noch drin haben. Die haben sogar Facebook-Seite. Ich weiß nicht, ob die die Bilder noch drin haben. Die haben alles gelöscht, Dinga. Was? Die haben alles gelöscht. Ich wusste es. Also gab's die? Die haben alles gelöscht. Ich weiß noch, da waren Bilder. Weißt du noch? Ja, eigentlich weißt du, meinst du, die haben alles gelöscht. Okay, ich habe hier noch eine Nummer. Aber ich weiß, du wirst dich das nicht trauen. Deswegen, ich mach's mal mit meinem Handy aus. Ist das eine Phone Number? Nee, die habe ich von Reddit. Ich nehme keine schlechte Energie. Auf damit, Alina! Gott, du fühlst dich, ich will sie mir nur fest zu machen. Ich sag das. Irgendwie ist ein Tier an unserem Ort vorbeigelaufen oder irgendwas anderes, Leute. War irgendwas. Gott, mir ist so kalt geworden auf einmal, aber ich nicht. Doch, schon die ganze Zeit am Rücken.
geh raus und guck. Was redest du? Chef, geh raus. Krank, Alter. Ist irgendwas. Ja, klar. Und dann schickst du die Fahrerin raus. Okay, stimmt, du. No. Geh raus und guck, wer da ist. Niemals soll nach Hause fahren? Ich soll nach Hause fahren jetzt. Niemals in meinem ganzen Leben gehe ich raus, Alter. Niemals. Ich gehe nicht raus. Ruf noch eine Nummer an, geh raus. Was ist das für eine Nummer? Weiß ich nicht. Du kannst schon nicht. This is not the person you were trying to call. You've reached the rejection hotline provided by rejection. So why were you given a rejection hotline number? Maybe you're just not this person's type. No, this could mean boring, dumb, annoying, arrogant. Human hotline. Das klang wie ein Clown am Ende. Clowns sind Tabus in diesem Auto. Okay, bei dieser Nummer, Leute, weiß man nicht, was einen erwartet. Steht so im Text. Hello. Please state your name after the tone and Google Voice will try to connect you. Du, ich sag hier keinen Namen. Mach mal. It try connect you. Sag ein. Nein. Bei der Nummer gibt es keine Story. Verena. Nein. Sag Verena. Nein, in der Gasse. Was? Bitte kein Bruder auf. Sag Alina. Sag Jasim. Psst. Besetzt! Hat sie doch uns abgelehnt? Die ging grad. Ruf nochmal an. Nein. Ich zeige euch nicht die Nummer, Leute, sonst ruft ihr an. Und ihr seid hier dran. Also da wir jetzt im Wald sind, kann man ja mal die Slenderman-Story auffrischen. Ich und Sel waren damals in Polen, in Warschau. Ja, wir sind mit dem Reisebus nach Litauen gefahren. Und wir waren hier noch, sag ich mal, kleine Kinder mäßig. Wir waren nicht kleine Kinder, wir waren kleine Kinder. Ja, wir waren kleine Kinder. Und ich habe zu Sel gesagt, ich habe vom Wald, ich schwöre es euch, ich schwöre es sogar, ich habe vom Wald damals etwas Großes gesehen. Es sah aus wie ein Mann, der so 3 Meter lang war, gefühlt. Und das Schlimmste, ich habe es auch gesehen. Genau. Das war das Schlimmste. Wir haben sogar ein Foto. Wir haben das Foto gemacht von Ex-Samsung damals. Dieses kleine Samsung war das. Wir hatten ein Foto damals auf diesem Foto auch gesehen. Da war ein schwarzer Gestell, ein schwarzer Schatten, der 3 Meter in die Höhe ging. Ihr checkt nicht. Und das Ding ist, es saß am Eingang des Waldes, so an so einer Lichtung. Aber nur wir beide konnten es sehen. Wir haben keinen anderen gefragt, ob das sie sehen können. Und das Ding ist, so, man hat hingeguckt überall und auf einmal hat es gesehen. Man war wie so hypnotisiert. Und ich schwöre, ich wollte da sogar fast hingehen. Ja! Ja! Ich lass reingehen, Leute. Oh Gott, in den Wald. Ja! Ich wollte zu den Typen gehen. Den Typen, das war nur Slenderman. Das war Slenderman. Also, ey, vielleicht denkt alle, sind krank, Leute. Also, ich weiß nicht, ob es genau Slenderman war, aber es war auf jeden Fall ein Schatten. Es war kein Schatten. Es war eine Gestalt. Körperbau, Alina. Von einer 3 Meter großen, dünnen Person. Ja, ich weiß. Und das Ding ist, wir hatten halt damals Toilettenpause mit dem Reisebus. Und wenn diese Pause nicht zu Ende gegangen wäre, ey, ich war wie hypnotisiert. Ich wollte in diesen Wald rein mit Selina. Ich wollte nicht rein. Sie wollte rein. Ich wollte rein. Ich will mich ganz unwillkürlich nach Hause fahren. Ich will mich nicht stimmen. Sel wird alles bereuen. Diese Vorfreude auf Maggie, das ist, was ich nicht bekommen habe. Meine Angst in dem Auto, das wirst du alles noch bereuen. Wir sind zu Hause, Leute, und ich mache das Ganze nie wieder. Außer schreibt Kommentare, schickt Fahrt 2, Leute, dann überlege ich mir das Ganze wieder. Aber in dem Wald nicht mehr. Gut, wir nehmen einen anderen Wald. Ich meine allgemein keinen Wald.